Mein Name ist Christoph Skornia, ich bin an der Fakultät für Informatik und Mathematik tätig, dort verantwortlich für den Ausbildungsbereich der Informationssicherheit und habe mich in den letzten Monaten auch schwerpunktmäßig um die Entwicklung von Modulen zur Weiterbildung für Berufstätige gekümmert. Die Schwerpunktmodule sind technisch-inhaltlicher Natur. Mit Big Data, Cloud Computing und Datensicherheit adressieren wir wirklich aktuelle Schwerpunktthemen der Informatik und Informationstechnologie. Diese Themen sind für eine Weiterqualifizierung im Informationstechnikbereich entscheidend und sollen idealerweise um Projekt- und allgemeines Management sowie um die Vermittlung von IT-Grundlagen ergänzt werden. Der Schwerpunkt Big Data umfasst die Verarbeitung von großen Datenmengen. Dies beinhaltet zum einen den Bereich von High-Performance Computing und alternativen Datenbankkonzepten, zum anderen die Interpretation von Informationen mit Hilfe von Verfahren des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Der Austausch und die Verarbeitung von Daten über Cloud Computing-Infrastrukturen stellen einen weiteren Schwerpunkt dar. Es werden die Themen des verteilten Rechnens und der Abstraktion von Systemen und Netzen behandelt. Datensicherheit ist ein Querschnittsthema, das Aspekte vom Datenschutz bis zum sicheren Programmieren betrifft. Es geht hierbei darum, den digitalen Wandel nicht nur innovativ, sondern gleichzeitig auch sicher zu gestalten. Forschungen zum Weiterbildungsbedarf in Unternehmen haben ergeben, dass es speziell im Bereich der Informatik, der Informationsverarbeitung einen großen Bedarf gibt, die sich auf verschiedene Schwerpunktbereiche gliedern lassen und gerade durch Fragen des digitalen Wandels oder der Veränderung unseres Alltags getrieben sind. Um diesen Bedarf zu füllen, wurden Weiterbildungsmodule entwickelt, die dann in den Kernbereichen sich entsprechend finden. Um daraus eine schlüssige Weiterbildung zu machen, sollte man das Ganze aber auch komplementieren, beispielsweise durch ein Modul, das sich mit Kerngrundlagentechnologien dazu auseinandersetzt, aber auch Module, die sich beispielsweise im Bereich des Projektmanagements für IT-Projekte oder des generellen Managements von Projekten wiederfinden, die ein schlüssiges Weiterbildungskonzept bilden. Um den digitalen Wandel professionell begleiten und steuern zu können, sind zielgerichtete Weiterbildungen unabdingbar. Vor allem dem Bereich der Informationstechnologie kommt hierbei herausragende Bedeutung zu. Verfolgen Sie hierzu die Weiterbildungsangebote Ihrer präferierten Hochschule.